So, hier haben wir noch eine Hospitaliter-Flagge. Und dann wollen wir hier mal gleich belauschen, um etwas über unser Ziel herauszufinden, dessen Namen wir uns bestimmt gemerkt haben. Das ist furchtbar. Habt ihr von Alain gehört? Der Schütze, der den Ostflügel bewacht? Der Bruder dieses armen Tropfes hat einen Pfeil in die Kehle bekommen, wird kaum die Nacht überleben. Wie kann er weiter Wache schieben, wenn sein Bruder sterben wird? Er besucht ihn oft und ich übernehme seine Wache, wenn ich kann. Im Moment aber nicht. Nein. Ich muss mich auch um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Dann sollte er beten, dass der Doktor nicht von seiner Abwesenheit erfährt. Wird er nicht. Solange du schweigst. Keine Angst. Euer Geheimnis ist sicher bei mir. Oh, gute Information. Einige der Wachen vom Dach der Festung sind nicht auf ihren Posten. Meine, klar, wir haben jetzt hier noch zusätzlich gehört, warum, und das war relativ unwichtig, aber die Information, die wir daraus extrahiert haben, ist durchaus hilfreich. Coole Sache. So, da hinten, irgendwer ist hier auf die Leichen aufmerksam geworden. Das ist natürlich immer so eine Sache, wenn die Leichen hier liegen bleiben und wir können sie nicht wegnehmen, dann werden die Wachen darauf aufmerksam. Und das ist natürlich verdächtig, wenn wir denn hier stehen und einfach betend über die Leichen hinweglaufen. Na, na schön. Ich meine, wenn wir direkt neben ihnen sind, dann merken sie es natürlich. Also wir sollten so oder so... Na, was willst du denn? Ich lass doch hier keinen entkommen. So. Also, wenn wir Wachen getötet haben, sollten wir schon das Weite suchen. Die sind nicht von mir. Das sind auch Bürger. Von daher, wir sollten nicht an einer Stelle verweilen, wenn wir gerade Wachen getötet haben. Manchmal geht es aber nicht anders. So, kriegen wir den noch? Ah, nee. Nicht mehr gekriegt. So, jetzt haben wir dich. Wunderschön. Rein in den Bauch, da nochmal ein schneller Schlag. Und du... Na, also, du hast dich aber schnell erholt. Dein Kumpel ist gerade gestorben. Und jetzt du? Was sagt deine Psyche dazu? Okay. Das ist der Letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts und eile heim. Und ich wette, dass ich es für eine Weile nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Das werde ich euch nie vergessen. Finde ich immer so geil. Ich eile heim. Das ist so großartig. Hier ist er, das? Oh Gott! Meine Güte, Junge, du kannst doch wenigstens kurz warten, bis ich fertig damit bin, meine Großartigkeit zu bewundern, oder? Ich musste erstmal selber über mein Können staunen und dann können wir kämpfen. Aber so hinterrücks in Rücken stechen ist nicht in Ordnung. Das würde ein Assassine nie machen. Okay. So, dann wollen wir erstmal sehen, dass wir da jetzt zu unserem Assassinen-Unterschlupf kommen. Und auf dem Weg dorthin... Ja, Zutritt verboten, ist mir schon recht. Ich gehe ja schon. So. Das können wir natürlich auch machen, wenn da jemand sagt, Zutritt verboten. Wenn die sagen, es ist verboten, auf den Dächern rumzulaufen. Naja, dann hängen wir uns schnell an eine Leiter. Und eine Leiter ist sozial akzeptabel. Es ist nicht sozial akzeptabel, einfach so an einer Häuserwand hochzuklettern. Aber es ist in Ordnung, wenn wir eine Leiter benutzen. Können wir den hier runterziehen? Och, komm schon her. Ich weiß nicht, ob Beten an dieser Stelle hilft. So, gibt es hier überhaupt was zum Runter... Ja, da gibt es was zum Runterspringen. Im Armenviertel von Akkon. So, ich kann mich nicht mehr... Ja doch, wahrscheinlich schon... Wenn wir jetzt im Armenviertel sind, dann sind hier halt überall normale Bürger und so Kram. Und halt arme Leute, die uns dennoch anbetteln und so. Und die können durchaus immer wieder Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Ich glaube aber, man darf die schlagen und dann rennen die weg. Ich glaube, schlagen ist sozial akzeptabel. Da sagen die Wachen zwar, hey, lass das sein, aber sie werden nicht ihr Schwert ziehen und uns angreifen und verfolgen und so eine Sachen. Ich glaube, das ist in Ordnung, wenn man das macht. Es gibt doch buchstäblich... Bettler, die uns schlagen. Das ist ein bisschen seltsam. Das sind so die Männer, die betteln. Die kommen, das scheint aber mehr Verwirrte zu sein oder sowas. Die kommen an und schlagen uns. Und die Frauen, die laufen uns halt einfach hinterher und sagen immer, habt ihr eine Münze? Ich habe gar nichts, guter Herr und sowas. Die schlagen uns aber nicht, aber die sind sehr nervig. Ich glaube aber, wir dürfen alle schlagen, ohne dass irgendetwas passiert. Bin ich mir nicht ganz so sicher gerade.
So, wir wollen mal kurz gucken, dass wir hier nochmal... Oh Gott, komm da runter. Moment. Wo ist denn... Hä? Wo ist denn der Taschendiebstahl? Da muss doch hier irgendwo... Hä? Wo ist denn der Taschendiebstahl? Hier muss doch irgendwo eine kleine Gasse sein, wo der Taschendiebstahl ist. Hier? Nee. Hä? Wie seltsam. Ich sehe die Taschendiebstahl auf der... Taschendiebstahlmission auf der Karte, aber ich finde den Eingang nicht, weil die ganzen Häuser nicht eingezeichnet sind. Ah! Hallo? Muss ich... Okay, Bewegung. Die lassen mich nicht rein, aber ich kann auch nicht von oben rein, weil da ein Dach ist. Der sagt schon, ich komme ihm bekannt vor. Und deshalb werden wir uns mal schnell darum kümmern, bevor der merkt, wer ich bin und selber angreift. So, das ist immer besser. Da hat schon... Oh, da ist noch einer. Wollte schon sagen, das ist immer verdächtig. Da, der ist gerade erschrocken. Ich bin mir nicht sicher, was das für ein Bereich ist. Das könnte irgendein Markt sein oder sowas in der Art. Irgendein Bazar, der halt bewacht ist, wo man nicht rein darf. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist hier irgendwo jemand, den ich beklauen soll. Da, denke ich mal. Da. Was hast du da? Plunder. Der Mann besaß nichts von Wert. Nur eine verdammte Röhre. Alles, was ich fand, war ein Pergament mit unsinnigen Kritzeleien. Das ist nicht unsinnig, das sind Lettern und Worte. Warum steckt ein Mann Lettern und Worte in eine Röhre? Verschwendung, wenn du mich fragst. Muss wichtig sein. Gib her und ich sehe es mir an. So wie letztes Mal? Ich lass mich nicht von dir bestehlen. Bist du gerissen. Viel Vergnügen damit. Warum steckt ein Mann Lettern und Worte in eine Röhre? Übergut. Nee, nicht jeder konnte lesen. Aber das ist cool. Warum steckt ein Mann Lettern und Worte in eine Röhre? Was für eine geile Logik. Okay, den müssen wir hier beklauen, bevor wir wieder an Wachen rankommen. Ignoriert auch den Kopf. Ich glaube, das ist voll egal. Brief, der die Verbindung zwischen Garnier und zwei weiteren Männern belegt. Okay. Ich denke mal, hier ist irgendwie so ein Animus-Muster an der Wand. Wisst ihr? So eine geheime Glyphen, aber es ist nur Licht. Nachforschungen sind beendet. Okay, ich habe die Nachforschungen beendet, bevor ich überhaupt gehört habe, was ich tun soll. Oder wo ich mich erkunden soll. Das hatte ich, glaube ich, noch nie. Dass ich das vorher schon gemacht habe. Ihr seht ja, die Nebenmissionen, die man erfüllen muss, die sind ja von Anfang an schon aufgedeckt. Deshalb weiß ich jetzt nicht, wie unser Verbindungsmann darauf reagiert. Habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ob das gleich so eine Information sind. Ja, geht mal dort und dorthin, Alter, ihr. Und dann sagt der, ich habe bereits meine Nachforschungen beendet. Hier sind meine Ergebnisse. Das könnte interessant werden. Oder man muss sich erst so resetten und beide Dialoge hören. Mal gucken. Gott sei Dank, ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurem Opfer erfahren. Mann, das war aber sehr dramatisch betont. Gibt's ja gar nicht. Okay, dann werden wir mal hier oben in das Assassinenbüro. Ich meine, wir können ja nicht die ganze Stadt retten, bevor wir nicht wissen, dass wir die ganze Stadt retten sollen. Ne? Das geht ja nicht. Assassinenbüro. So, bam. Oder Büro des Verbindungsmannes, kann man auch sagen. Das sieht immer gleich aus. Ah, Altair. Ein Vögelchen hatte mir euren Besuch angekündigt. Al-Mualem hat die Hinrichtung von Garnier von Nablus angeordnet. Der Großmeister des Hospitaliterordens? Eben jener. Und ich weiß bereits, wann und wo ich zuschlagen werde. Dann teilt euer Wissen mit mir. Er lebt und arbeitet im Hospital seines Ordens, nordwestlich von hier. Es geht das Wort von Gräueltaten, die hinter seinen Mauern verübt werden. Der gute Arzt scheint Freude an Experimenten mit unschuldigen Bürgern zu haben. Die meisten wurden in Jerusalem entführt und hierher gebracht. Wie gerissen. Durch die Entführung seiner Opfer in anderen Städten erregt er hier weniger Aufsehen. Aber zurück zum Thema. Wie ist euer Plan? Garnier bleibt meist in seinem Quartier im Hospital. Obwohl er es manches Mal verlässt, um seine Patienten zu besuchen. Bei einem dieser Rundgänge werde ich zuschlagen. Offenbar habt ihr euch bereits Gedanken gemacht. Ich gebe euch freie Hand. Entfernt diesen Schandfleck aus Akon, Altair. Vielleicht reinigt das auch euch. Ruht euch hier aus, bis ihr bereit seid. So wird es geschehen. Wie ihr wünscht. Ich eile heim. Ich mag die Ausdrucksweise.
Nachforschung beendet. Garnier vergisst die Welt um sich herum, wenn er seine Patienten behandelt. Das ist der richtige Zeitpunkt. Ja, also Patienten behandelt ist natürlich ein großes Wort. Er hat Spaß daran, unschuldige Leute zu foltern. So, er entführt und foltert. Vielleicht experimentiert er auch bei den Ärzten und Chirurgen in Anführungszeichen in dieser Zeit. Weiß man das nie so genau. Es könnte ja sein, dass er gute Absichten hat. Aber wirklich mit Sicherheit sagen können wir das nicht. Und seine Methoden sind nicht gut. Wie gesagt, ich glaube, im 12. Jahrhundert gab es bestimmt viele von denen. Aber er ist halt einer von ihnen und Al-Mulim ist auf ihn aufmerksam geworden und deshalb muss er halt jetzt untergehen. Was ist das denn für ein armseliger Turm? Meine Güte, du solltest dich schämen, Turm. Und jetzt die gleiche Frage wie immer, sterben wir oder sterben wir nicht? Ist komisch, in den Städten scheint es sicher zu sein, ne? Das ist uns in der Stadt noch nie passiert. Na schön, Karte von Akkon aktualisiert, okay. Das bedeutet natürlich immer, dass andere Aussichtspunkte verfügbar sind. Und hier dieser Bürger, den wir retten sollen, ist auf der Karte nicht eingezeichnet. Weil wir den Aussichtspunkt daneben noch nicht haben. Das heißt, wir sehen buchstäblich hier, was hier ist, aber auf der Karte sieht man es noch nicht. Ist auch immer interessant. Ich meine, es macht Sinn. Das ist buchstäblich das erste Spiel, was irgendwie mit Aussichtspunkten experimentiert hat. Ich habe das schon mal gesagt, aber wenn man darüber nachdenkt, was Assassin's Creed alles eingeführt hat, was heute in vielen Spielen von Ubisoft und auch in anderen Spielen Standard ist, dann ist es echt beeindruckend. Ich meine, ich glaube, man kann viele andere Spiele angucken, die nicht von Ubisoft sind und die nichts mit Assassin's Creed zu tun haben und die trotzdem in einigen Punkten irgendwie beeinflusst wurden davon. Und guck mal, dem haben wir nur eine Schelle gegeben und er ist gestorben. Der hatte kaum noch Energie. Ich denke, ich sollte euch danken. Aber denkt nicht, dass ich es nicht auch alleine geschafft hätte. Trotzdem habt ihr recht gehandelt. Ich werde versuchen, den Gefallen zurückzugeben. Alter, du hättest es nicht alleine geschafft. Du bist eine alte, schwächliche Frau. Und da waren eben vier Soldaten mit Schwertern. Das ist leider noch ein bisschen klapperig, weil man erst zu der versteckten Klinge wechseln muss, bevor man ein Attentat machen kann. Meine Güte! Und ich hatte vor kurzem nur für ein paar Minuten Assassin's Creed Valhalla gespielt. Und da gab es buchstäblich eine Taste extra fürs Attentat. Oder vielleicht ist es falsch ausgedrückt. Die Angriffstaste wurde automatisch zur Attentatstaste, wenn es sich anbot. Und das sind dann halt so eine Sachen, die dann in modernen Spielen umgesetzt wurden, die mir dann deutlich besser gefallen. Hier ist es halt noch ein bisschen klapperig. Wenn du nicht die Klinge ausgerüstet hast, dann kannst du kein Attentat machen. Ich meine, macht prinzipiell Sinn, aber Altair hat die Klinge ja am Arm festgemacht und deshalb sollte sie eigentlich immer bereit sein. Der Bogenschütze zielt die ganze Zeit auf uns. Wir sollten hier schnell runter. Ja, tot dem Assassinen. Das ist natürlich doof. Okay, hat mich gesehen. Dann springt er automatisch raus, glaube ich. Hoppala. Dann springt er automatisch raus, weil es nichts bringt, sich da zu verstecken. In den neuen Teilen würden sie halt einfach mit dem Schwert in das Heu reinstechen. Aber, die Animation ist halt hier noch nicht gegeben. So. Übrigens, ich mochte Assassin's Creed Valhalla nicht. Deshalb habe ich es auch nur ein paar Minuten gespielt. Es gefällt mir irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Eigentlich habe ich sehr viele Assassin's Creeds gespielt. Und das ist eines der ganz wenigen, die ich angefangen habe, aber nie durchgespielt habe. Weil sie einfach nicht interessant genug waren. Und es fühlte sich irgendwie nicht an wie Assassin's Creed. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie hat es mir nicht gefallen. Deshalb, ich hoffe tatsächlich auf einen neuen Teil. Und ich werde auch den wieder probieren. Sie sagten nicht, was sie von mir wollten, aber ich sah das Böse in ihren Augen. Verzeiht, dass ich euch nichts für eure Tat geben kann, aber meine Brüder sollen erfahren, dass ihr ein Freund von mir seid. Okay, so, vielleicht kommen wir jetzt mal langsam zu unserem Attentatsziel. Meine Güte, Kamera, beruhig dich. Ich weiß, dass da Partisanen sind.
So, wir wollen jetzt zu unserem Attentatsziel. Da ist nochmal ein Bürger. Weißt, und nochmal ein Turm. Merkt ihr jetzt? Ich meine, okay, ich sage jetzt so, natürlich werde ich das neue Assassin's Creed auch wieder spielen, wenn es kommt und so. Ich ziehe immer gerne über Ubisoft-Spiele her. Und was ist das denn jetzt hier? Man kommt da nicht hoch. Also ich ziehe da gerne drüber her, weil sie alle gleich sind und man hat dann immer die Karte mit 1 Million Punkte und sowas. Und eigentlich gefällt mir das nicht. Aber andererseits muss man dann doch meistens zugeben, dass es moderne Spiele sind, die durchaus eine Zeit lang Spaß machen. Das heißt ja nicht unbedingt, dass man sie von Anfang bis Ende durchspielen muss, weil es die besten Spiele sind aller Zeiten. Aber sie sind weit weg davon, irgendwie schlecht zu sein. Schert euch fort. Ja, ja, ich schere mich fort, sobald du tot bist. Oh, der Bogenschütze kann ja doch mit dem Schwert umgehen. Das wusste ich nicht. Da unten sehen wir eine Flagge, aber da habe ich jetzt keine Lust, die zu holen. Das sind so die Sachen in Assassin's Creed, wo ich dann sage, ja, nee, komm, darauf verzichte ich jetzt. Das ist mir jetzt zu doof. Okay, wir werden mal hier kurz... Es ist aber gerade recht viel los. Vielleicht können wir mal hier noch kurz den Aussichtsturm mitnehmen. Es kann immer nicht schaden, ne? Es ist jetzt nicht das Aufregendste der Welt, aber es kann nicht schaden, den mitzunehmen. Hä? Ach, das ist er gar nicht. Da ist er. Ja, der ist ein bisschen größer. Das macht mehr Sinn. Dachte schon, was soll ich jetzt machen? Soll ich mich oben auf die Fahne stellen oder wie? So, das ist ein richtiger Turm. Und da ist auch wieder ein Adler drauf. Oder ein Falke oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Ein großer Vogel. Okay, Alter, ihr jetzt nicht sterben. Unser Attentatsziel ist nur 17 Meter entfernt.